Ja, wenn es was taugt, dann her damit. Im Prinzip ist das ja mein Hobby, was ich da mache. Und für das ist es natürlich super bezahlt. Das müssen wir jetzt tatsächlich nochmal das Ganze abblasen. Und keine Herausforderungen geben, dann keine Probleme nicht. Dann wird es ja langweilig. Servus, ich bin der Lorenz Julian, 23 Jahre alt und arbeite seit einem halben Jahr bei BMW als Maschinenbauingenieur in München. 4 nach 6, sehr wunderbar. Haben wir Zeit zum Kaffee machen. Meine Kaffeemaschine, die bei mir einfach zum Start von Tag gehört. Erstens mal ist der Kaffee saugeil in meinen Augen. Und das ist mir schon wert, vor allem in der Früh. Kann man gut den Tag starten. Gut. Kann man losstarten? Jetzt muss ich da das Licht ausschalten. Da vorne sieht man jetzt tatsächlich auch schon das Werkzeug. Also maximal kurzer Arbeitsweg. Morgen. Genau. Das ist ein bisschen unser Arbeitsbereich, genau. Das ist seit ungefähr einem Tag am Drucker und baut sich da gerade langsam auf. Und genau so eins werden wir dann halt auch noch auf den Drucker schmeißen. Mein Job bei BMW ist im Prinzip, dass ich bei uns in der Zentralwerkstatt den 3D-Druck vorantreibe, die Projekte da vorantreibe und den 3D-Druck im Werk bekannt mache. Ja, ich bin tatsächlich Maschinenbauer bei BMW und baue gar keine Autos. Aktuell ist es praktisch im Karosseriebau so, dass wir unsere ganz klassischen Greifer haben, die aus Metall- und Stahlteile bestehen. Und das Ziel vom 3D-Druck wäre es, dass wir da so viele Stahlteile wie möglich aus Kunststoff ersetzen, weil es einfach energietechnisch irgendwo keinen Sinn macht, dass ich ein Kilo Blechteil vielleicht mit einem 40 Kilo Greifer bewege. Das ist unser Teil. Also das ist eins von den Größen, die wir jetzt für das Projekt brauchen. Das werden wir jetzt noch im Drucker da. Genau, also wir werden jetzt das Teil noch mal prüfen, werden wir da Schicht für Schicht noch mal schnell durchscrollen und schauen, ob uns irgendwelche offensichtlichen Fehler auffallen, die halt ein Problem für den Druck werden könnten oder halt später beim Einsatz von den Teilen ein Problem werden könnten. Also mal so eine letzte Endkontrolle noch mal. Ich meine, wir schicken ja als Tochter praktisch 2 Kilo Material, 3,5 Tage auf die Reise. Das ist ja nicht gerade günstig, sage ich mal, mit 185 Euro jetzt in der Berechnung. Also, schaut sind, wenn man das nochmal prüft. Es ist wichtig, dass das Teil aufliegt, dass die erste Schicht wirklich zuverlässig auf dem Druckbett hält. Was jetzt da nicht passt, interessanterweise. Also gut, dass wir nochmal drüber geschaut haben. Deswegen ziehe ich das jetzt einfach manuell ein bisschen runter. Aber ich finde so, das schaut mal ganz gut aus jetzt. Ich habe alles prüft, ich habe meinen Ablauf drin gehabt, ich habe auf alles geschaut, ich habe alle Fehlerquellen nochmal überprüft, die wir schon mal gemacht haben. Und wenn jetzt ein neuer Fehler auftritt, dann ist es halt so. So, wunderbar. Gehen wir einfach auf vom USB wählen. Und wählen wir unser Teil aus. Haha. Ich habe bei meiner Druckdatei gesagt, dass wir mit dem Druck und mit der Düse 1 Drucker werden. Jetzt haben wir aus dem Material auf die Düse 2 gelandet. Das meckert er natürlich. Das müssen wir jetzt tatsächlich nochmal das Ganze abblasen, nochmal kurz Druck am PC gehen, Bescheid geben, dass das Material an die Düse 2 kommt. Ja, leider haben wir meine ganzen Druckeinstellungen aus der ersten Düse nicht direkt übernommen, obwohl ich das Profil ausgewählt hätte. Schauen wir mal, ob denn die gleiche Zeit rauskommt dann. Und wenn die gleiche Zeit rauskommt, dann habe ich wahrscheinlich nichts übersehen. Ich habe 2013 Ausbildung bei BMW angefangen, damals in dem DBFH-System. Das heißt im Prinzip nichts anderes. Man macht eine normale Ausbildung und macht gleichzeitig noch das Fachabitur. Man wird praktisch fürs Fachabitur gezahlt. Danach bin ich praktisch von BMW ausgetreten und ganz normal in Landshut Maschinenbau studiert. Und dann danach, jetzt im letzten Juli, wieder zurück zu BMW. Was müsste rauskommen, welche Zeit? 3 Tage, 11 Stunden, 30 Minuten, sowas. 3 Tage, 8 Stunden und 48 Minuten. Das ist ein bisschen weniger, ja.
Aber jetzt haben wir die Materialmenge, ist die gleiche. Von dem her sollte es schon passen. Sollten wir losstarten können. So. Wenn es keine Herausforderungen gab, dann keine Probleme nicht. Dann wird es langweilig. Im Prinzip ist das ja mein Hobby, was ich da mache. Und für das ist es natürlich super bezahlt. Also aktuell als Maschinenbauingenieur bei BMW verdiene ich 4.500 Euro brutto. Da verbleiben dann ca. 2.800 Euro netto übrig im Monat. Auf das normale Monatsgehalt kommen noch Zuschläge drauf. Das sind die ganz klassischen Zuschläge aus der Metallbranche, die ja mit der IG Metall verhandelt worden sind, sage ich mal. Teilweise gibt BMW da nochmal was extra drauf. Das ist zum einen das Weihnachtsgeld, das Urlaubsgeld und halt Gewinnbeteiligung. Danke. Sicherheitsabstand lassen, Hauptsache nicht Treibsau, oder? Ich bin nicht mehr Mitglied in der Kirche, hat mehrere Gründe. Zum ersten Mal denke ich, dass Kirche und Glaube nicht wirklich zusammenhängen. Das ist für mich nicht eins, das passt für mich auch nicht zusammen. Und wenn man jetzt das sagt oder hört, ob das stimmt oder nicht, was in der Kirche so los ist und wie die Kirche darauf reagiert, dann habe ich nicht das Gefühl, als müsste ich das mit meinem Geld unterstützen. Also am Ende darf man bei einem Jahresgehalt dann von ca. 70.000 brutto landen. Das ist aber jetzt bei mir noch nicht der Fall, weil ich zum Beispiel vom Weihnachtsgeld und von der Gewinnbeteiligung nur einen gewissen Anteil kriege, weil ich halt erst seit kurzem im Unternehmen bin. Das finanziell für mich noch hingeht, das ist eine gute Frage. Da kann ich dann im Prinzip bis ans Ende der Tariftabelle, praktisch bis zur Einstufung 12 gehen. Und da ist man dann wahrscheinlich so knapp über 100.000 brutto im Jahr. Ich finde, das ist einfach wichtig, dass man in seine Augen genug Geld verdient, aber auch die Zeit hat, das Geld auszugeben. Max? Servus! Bis morgen! Danke gleichfalls! Meine klassischen Hobbys waren auf jeden Fall Motorradfahren im Sommer, Wakeboarden im Sommer, also Wasserskifahren, normales Skifahren im Winter und ja, fotografieren tue ich auch noch ganz gern, Timelapse vor allem. Den Umzug habe ich jetzt im Dezember gemacht und bin im Prinzip komplett ohne Möbel, also aus einer möblierten Wohnheimwohnung von BMW in die unmöblierte Wohnung umgezogen. Küche war zum Glück schon drin. Also aktuell habe ich natürlich einen Vorsparplan, dann einen Sparbeitrag bei meiner BU noch dabei gekoppelt, eine Lebensversicherung und genau, ein paar Aktieninvestments noch. Meine Strategie ist da aktuell noch relativ aggressiv und risikobereit. Ich meine, ich habe noch lange Zeit, irgendwelche Kursschwankungen auszusitzen. Also von daher mache ich mir da keinen Stress nicht. Und bin halt da, sag ich mal, diversifiziert in Länder, global und in Branchen. Zum Abendessen mache ich mir gerne im Prinzip meistens eine kalte Brotzeit. Spiegelei dazu, Käse, ein bisschen Speck. Wenn ich mir das Handy herlege und da die Serie schaue, dann da ich die Serie schaue, ja, dann da ich da hießen und dann da ich mir wundern, dass Bredel da ist. Und dann habe ich von meinem guten Käse nichts gehabt. Und von meinem guten Speck. Dann denke ich mir, wo ist das ganze gute Essen jetzt hin? Ist einfach weg. Ob es sich halt für einen persönlich lohnt, das hängt ja ganz davon ab, ob mir das Spaß macht. Und wenn mir das Spaß macht und wenn ich es gern mache, so wie es bei mir ist, und dann das Finanzielle noch dazu kenne, dann würde ich auf jeden Fall sagen, dass sich das lohnt. So, das war jetzt ein Arbeitstag mit mir bei BMW. Hat mich gefreut, dass bis zum Schluss dranbleiben seid. Der Roboter zeigt euch jetzt noch zwei interessante Videos, die könnt ihr auch gerne anschauen. Ich freue mich auf eure Kommentare und natürlich könnt ihr gerne das Video liken und den Kanal abonnieren. Servus!